Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Es war aber ein dickes Ausrufezeichen, was der VfB am Dienstagabend in Leverkusen gesetzt hat, mit einer ja, bemerkenswerten Leistung im DFB-Pokal-Viertelfinale. Es ist völlig logisch, im Pokal geht es am Ende letztlich nur ums Weiterkommen. Das VfB-Spiel in Leverkusen ist aber ein klarer Fall, wo man zwischen Leistung und Ergebnis trennen muss. Das Ergebnis ist enttäuschend, gar keine Frage. Das liegt ja auf der Hand. 2:3 ausgeschieden hat letztlich den gleichen Effekt, wie wenn man 0:5 verloren hätte. Aber die Leistung, die war richtig, richtig gut. Es ist ein irre schnelles Spiel gewesen von beiden Mannschaften, ging hin und her, war auf einem technisch hohen Niveau, war auf einem taktisch hohen Niveau. Und da hat der VfB zu 100% seinen Anteil dran gehabt. Man muss sich an der Stelle auch einfach nochmal klar machen, gegen wen es da ging. Wenn Leverkusen seinen jetzigen Punkteschnitt hält, dann hat die Mannschaft am Saisonende 88 Zähler auf dem Konto. Also das ist gerade das absolute Nonplusultra, wahrscheinlich in Deutschland, vielleicht noch ein Stück weit drüber raus. Und der VfB ist in diesem einen Spiel aber komplett auf Augenhöhe gewesen. Es sind dann einfach ein paar Kleinigkeiten, die nicht in Richtung der Stuttgarter gelaufen sind. Erste Hälfte muss Andrich vom Platz gehen, ist gelb vorbelastet und stempelt Meillot klar auf den Fuß. Ist gelb-rot eigentlich keine Kann-Entscheidung, sondern eine Muss-Entscheidung. Dann das Tor für Leverkusen am Schluss, 90. Minute, auch ein Stück weit ein Lucky Punch zu dem Zeitpunkt. Xabi Alonso, der Leverkusener Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, er hat sich schon auf die Verlängerung eingestellt. Also so ein paar Kleinigkeiten, in denen einfach das Zünglein an diesem Abend nicht auf die Seite vom VfB ausgeschlagen hat. Aber unterm Strich bleibt von diesem Spiel und von diesem Abend nicht nur das enttäuschende Ergebnis, sondern in erster Linie auch die wirklich, wirklich gute Leistung vom VfB. Ja, man muss an dieser Stelle, weil die Anton nochmal extra erwähnen, kommt man gar nicht dran vorbei. Nicht nur wegen seinem ersten Saisontor. Hat er wirklich gut gemacht, sich stark an den zweiten Pfosten abgesetzt und dann überlegt in die lange Ecke geköpft. Also blitzsauberer Treffer, aber seine eigentliche Stärke an dem Abend und auch in den vergangenen Wochen schon, was der hinten spielt und was er hinten gespielt hat, gegen diese Qualität abgeräumt hat. Nach vorne gestochen ist, Bälle antizipiert hat, in der Luft eigentlich nicht zu bezwingen, seine Mitspieler noch gecoacht, Ito links, Ruho rechts. Es ist einfach ein richtiger Leader in der Dreierkette gewesen, ein richtiger Chef. Und in dieser Form gibt es eigentlich für Julian Nagelsmann kein Vorbeikommen an Wally Anton. Und auch schon für die Mazländerspiele jetzt wäre eine Nominierung wirklich, das ist keine gewagte These, absolut verdient. Die Leistungen sprechen für sich. Der Blick beim VfB muss und wird jetzt auch relativ schnell nach vorne gehen. Das Pokal aus wird noch ein, zwei Tage wehtun. Es war einfach was drin in Leverkusen und auch insgesamt in der Pokalsaison. Jeder kennt ja die Konstellation mit den vielen ausgeschiedenen Erstligisten. Aber die Chance ist auch richtig groß, sich in dieser Saison über die Bundesliga für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. 12 Punkte hat man jetzt schon Vorsprung auf den ersten nicht-europäischen Platz, Freiburg auf Rang 7. Das ist ein richtiges Brett, ist ein richtiger Abstand. Und der VfB ist zudem halt noch unter den Top 7 jetzt die einzige Mannschaft, die sich voll auf die Bundesliga konzentrieren kann. Könnte ein Vorteil werden am Schluss. Klar ist aber auch, wenn der VfB die jetzige Form hält, dann ist der Weg wirklich geebnet, sich dann auch fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, unabhängig von Doppelbelastung oder Einfachbelastung. Weiter geht's am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Mainz. Wird eklig, für die geht's ums Überleben, die werden wirklich dagegen halten. Mit der Leistung vom Dienstag hat der VfB aber natürlich beste Karten in diesem Spiel und auch im weiteren Verlauf der Saison.